Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Eva und ich habe heute ein kleines Special für euch. Ich weiß, die Leipziger Buchmesse ist echt schon einige Zeit in der Vergangenheit und ja, ich habe da aber noch so ein paar Aufnahmen. Und zwar möchte ich euch heute die Aufnahme zeigen von einem Gespräch mit Markus Heitz. Das habe ich auf der Leipziger Buchmesse gesehen und ich habe ein bisschen die Kamera drauf gehalten und er hat super interessante Dinge über sein Autorenleben erzählt, wie er als Autor angefangen hat, wie er überhaupt so seine Geschichte begonnen hat und er so durch verschiedene Genres gewechselt ist. Und ich glaube, dabei hat er tatsächlich nicht immer ganz den Geschmack seines Gesprächspartners getroffen. Aber am besten schaut ihr euch das Ganze selbst an und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Gespräch. Für mich war es auf jeden Fall sehr informativ und deswegen gebe ich jetzt weiter an Markus Heitz. Viel Spaß! Jetzt legen wir gleich los, weil wir nachher ganz pünktlich Schluss machen müssen. Und wir haben auch schon... So ist das auch, ne? Wir haben auch ja. Schon mal... erzählt vorhin, wann Sie noch lesen hier auf der Messe, das ist also auch schon erledigt, dass da Bücher zum Verkauf sind, dass Sie nachher auch vielleicht signieren. Ja Mensch, perfekte Vorbereitung. Super. Ja. Also, ich freue mich, dass Sie da sind und finde es ganz, ganz spannend, einen Autor heute zu interviewen, der eine unglaublich beachtliche Karriere schon hingelegt hat, der ungefähr ab dem 30. Lebensjahr einen ganz steilen Aufstieg genommen hat. Ich sag's mal ja. Und innerhalb von 15 Jahren, wenn ich richtig gezählt habe, über 40 Bücher geschrieben hat. Ich habe mal in der Deutschen Nationalbibliothek nach Markus Heitz gegoogelt und da kommen natürlich mehrere hundert Einträge. Klar sind da einige auch doppelt. Taschenbücher, Hörbücher. Sie haben ganz oft als einziger deutscher Autor, ich glaube 10-mal sogar den Fantastikpreis gewonnen, richtig? Und er ist total vielseitig. Also im Bereich Fantasy, im Bereich Science Fiction, Kinderbücher hat er gemacht, Hörbücher hat er gemacht. Also schließt sich nicht aus, ne? Also man kann Horror schreiben und so und kann auch trotzdem Kinderbücher machen. Sebastian Fitzek hat das jetzt auch gemacht, hat auch ein Kinderbuch geschrieben. Also wir sind da vielseitig unterwegs. Naja, das ist nicht jeder, aber Sie haben es geschafft, das schafft auch nicht jeder und als Autorenschule raten wir eigentlich den Autoren erstmal immer eine klare Strategie zu verfolgen, das haben Sie am Anfang auch so gemacht und nicht gleich von einem Genre ins andere zu springen, ja? Sondern sich erstmal zu etablieren. Nee, nicht wirklich. Zu meiner Zeit, das war die gute Zeit, das war im Jahr 2000. Da kam so ein Wechsel in der Verlagslandschaft. Früher war das so, zumindest was die Fantasy angeht, dass die Verlage ganz viel aus Amerika und England eingekauft haben in Sachen Fantasy. Und im Jahr 2000 gab es diesen ersten Break, dass man gesagt hat, na, wir haben ja auch genug deutsche Autoren und Autoren und denen geben wir jetzt eine Chance. Und da war ich damals zur richtigen Zeit am richtigen Ort, auch mit der richtigen Idee offensichtlich. Und dann war es damals ein bisschen leichter als heute. Das hat einfach auch damit zu tun gehabt, damals war ich auf der anderen Seite im Verlag, dass die Lizenzen aus dem Ausland immer teurer wurden. Das wollte ich so nicht sagen. Immer mehr hochgehalten. Das spricht nicht gegen Sie. Nein, ich wollte jetzt auch die Verlage jetzt nicht reinreißen. Aber wenn Sie das sagen, hey, Sie dürfen das. Die Lizenzen wurden immer teurer, die Übersetzungen sind teurer und das war ja eine gute Entwicklung, dass man dann mehr auf zu den deutschen Autoren sich genau, und es gab vorher schon ein paar deutsche Autoren, auch jüngere Autoren, die allerdings so unterm Radar flogen. Oder es war sogar damals so, dass einige Kolleginnen und Kollegen sich englische Pseudonyme zulegen mussten, damit sie überhaupt gelesen wurden von den deutschen Leserinnen und Lesern. Soll heute auch noch vorkommen. Habe ich gehört, aber ich nicht. Weil Sie können gerne nach Markus Heitz googeln, aber nein, gibt's nicht. Glaube ich jetzt. Auf jeden Fall, ich bin's nicht. Also Sie stellen jetzt hier auf der Messe Ihr neuestes Buch vor, das Teufels Gebetbuch, ein sehr spannendes Buch, über das wir vielleicht nachher noch mal ganz kurz reden können, aber jetzt erstmal zu ein paar anderen. Ich wollte noch so auf die klare Strategie, wie viel Zeit haben wir eigentlich? Ich kann hier stundenlang reden, wenn Sie wollen, kein Thema. Wir haben eine Dreiviertelstunde Ach jetzt Mensch, noch. Ach Mensch, das ist ja... Oh. Eigentlich wollte ich ganz am Ende den Leuten noch Gelegenheit geben, ein paar Fragen zu stellen. Aber weil Sie die Strategie angesprochen haben, das wollte ich noch sagen. Ja.
ich hatte einen Hauptjob, bevor ich mich rüber gemacht habe, den Wechsel zum darauf reinen Autor. Wir. Darauf kommen wir dann, gleich, okay, alles klar. Strategie später. Jetzt möchte ich erst mal wissen von Ihnen, ich habe mich ja jetzt durch Ihr Werk quer durchgelesen, ich habe nicht alles geschafft, muss ich ganz ehrlich zugeben, habe auch ein paar Hörbücher gehört, die sehr gut eingesprochen sind vom Hörverlag Hamburg, finde ich toll. Hätten Sie als Kind Angst gehabt vor Ihren Figuren? Kommt auf, also filmisch auf alle Fälle. Also wenn das als Film gekommen wäre, hätte ich mich sehr gegruselt. Ja, eigentlich schon. Doch schon als Kind. Wenn man Kind bis so 10 Jahre definiert, ja. Waren Sie ein ängstliches Kind? Ich hatte Angst vor, damals kam King Kong als Schwarz-Weiß irgendwann mal im Fernsehen. Ich habe nächtelang dann nicht geschlafen, weil ich Angst vor diesem puppenanimierten Riesenaffen hatte. Naja, das waren damals andere Zeiten. Und falls jemand ungefähr meiner Altersklasse sein sollte, ungefähr, es gab mal einen ganz abgefahrenen Science-Fiction-Horrorfilm, der hieß Schach dem Roboter. Total gruseliges Ding, da wurden Gehirne ausgetauscht von Menschen und so ein bisschen wie der Schachautomat. Hammerhart das Ding und davon hatte ich auch Albträume. Sie haben so ein wunderschönes Kinderbuch, also Kinderbilderbuch eher für Kleine gemacht, das Angstmacherchen. Wie kamen Sie denn dann drauf? Der Hintergrund ist ja, dass viele Kinder oft für uns Erwachsene irrationale Ängste haben vor irgendwas. Blinkende Lichter, Gewitter oder was auch immer. Und es ging dann darum, Kindern darzustellen, dass es einfach, man soll einfach Erwachsene fragen. Wenn man für irgendwas Angst hat, soll man fragen, du, ich habe Angst vor blinkenden Lichtern, vor Gewittern, vor bellenden Hunden, was auch immer. Und dass man mit Erwachsenen darüber spricht und hinterfragt, warum man davor Angst hat und ob man es lösen kann. Das war der ganze Ansatz für das Angstmacherchen. Und in diesem Kinderbuch gibt es eben eine Gestalt, das Angstmacherchen, das für jeden eine entsprechende Angst parat hat. Und wie man dagegen ankommt, das habe ich zumindest mal versucht, so ein bisschen anzuschieben. Und das hat Ihnen Spaß gemacht? Und kam da noch was mit Kinderbuch oder wird da noch was kommen? Wir haben noch Prima Monster. Prima Monster ist eine bisschen niedlichere Erzählung. Es geht darum, dass ein Kind einschlafen soll und es will unbedingt eine Geschichte haben. Der Vater hat gerade kein Buch da und beginnt mit, naja, da gibt es ein Monster, das dann hakt das Kind sofort ein. Wie sieht es denn aus? Wo lebt es denn? Und so weiter und so fort. Bevor der Vater überhaupt die Geschichte erzählen kann, ist das Kind eingeschlafen, weil er ständig erklären muss, wie sie wohnt und wo sie aussieht und so weiter und so fort. Prima Monster, es wird öfter mal nach einer Fortsetzung gefragt, aber aktuell ist da nichts geplant. Aber das hat Spaß gemacht, da auch zu. Haben Sie da auch Lesungen gemacht? Also irritierend war für mich, dass ich nur so eine Seite Text hatte. Das war neu. Weil unter ich sag mal, 500 Seiten. So, aber ein Bilderbuch mit 500 Seiten, das wäre natürlich schon eine Herausforderung auf den Verlag. Ja? Aber das war neu, dass es so wenig Text ist. Aber das macht natürlich auch Spaß. Also, wie Sie arbeiten, das ist ja unser Hauptthema heute, darauf kommen wir auch gleich noch. Aber noch ein paar andere Fragen von mir. Ist Ihnen eigentlich die Realität zu langweilig? Ich war 10 Jahre lang Journalist. Also ich kenne die Realität, also Journalist klingt freie Mitarbeiter einer Tageszeitung im Saarland. Jawohl, das Saarland, ich bin Saarländer und es gibt es immer noch. Ja. Je nach Ausgang der kommenden Wahl werden wir vielleicht an Frankreich verschenkt, ich weiß es nicht. Ja, aber die Realität ist ja nicht langweilig, aber man kann ja alternative Fakten, hätte ich beinahe gesagt, alternative Welten eröffnen, in denen man sich rumtreiben kann. Und die Welt kann man ja gestalten, wie man will. Einfach nur mal vielleicht als Experiment oder als Gegenentwurf oder was auch immer. Oder einfach nur, weil es ganz viel Spaß macht. Das ist mein Hauptgrund. Aber die Traumwelt scheint Sie oder die Fantasiewelt scheint Sie mehr zu faszinieren, hat man oft den Eindruck. Das hat die Menschen schon immer fasziniert. Die Menschen erzählen sich Märchen, sagen Legenden, Mythen. Und da geht es immer darum, ja, Realität ist schön, aber vielleicht gibt es noch mehr. Vielleicht gibt es Helden, die von den Göttern gesegnet sind oder was auch immer. Der Mensch hat sich ja immer alles Mögliche ausgedacht. Im Grunde folgen wir dieser Tradition, moderne, andere Märchen, Sagen, Legenden, Mythen zu erzählen. Und in Ihren Märchen, Mythen, Legenden, was auch immer Sie erzählen, also Sie sind ja total vielseitig, was die Genres anbelangt und springen da auch hin und her, gehen wir nachher nochmal drauf ein. Da fällt mir auf, spielt das Böse immer eine ganz wichtige Rolle. Was fasziniert Sie daran? Das klingt immer so, als ob ich der Einzige wäre, den das fasziniert, ja. Aber wenn wir uns mal die Bestsellerliste als Beispiel anschauen, das wimmelt ja auch nur so vom Bösen. Der Mensch mag irgendwie immer das Dunkle, Unheimliche, ein bisschen auch das Abgründige. Und mich hat auch immer gerade diese Spukgestalten überall vorkommen, von Vampiren, Dämonen oder sonst irgendwas, die fand ich schon immer faszinierend. Auch das Böse spielt ja in jedem Märchen eine Rolle.
Der Mensch ist fasziniert davon, liebäugelt gelegentlich manchmal damit, weil die Bösen dürfen ja im Grunde eigentlich immer mehr als die Guten. Ja, sonst wären die Guten ja nicht die Guten. Und auch dieses Spiel macht Spaß, wenn man die Guten so weit ins Gute treibt, dass sie dann wieder ins Böse kippen. Auch das kann sehr schnell geschehen. Das finde ich halt total spannend an der Sache. Das ist mir vor allen Dingen bei den früheren Büchern von Ihnen aufgefallen, dass es da eigentlich keine wirklich Guten gibt, sondern dass die Guten oft ins Böse kippen. Wobei wir jetzt bei Ihrem neuesten Buch, finde ich, gibt es da schon eine andere Entwicklung. Da gibt es also einen Held, mit dem man sich identifizieren kann. Wollen Sie kurz mal darüber erzählen? Über Thaddäus? Das Teufelsgebetbuch, der Held sozusagen. Ja, genau. Wir haben jetzt mit das Teufelsgebetbuch zwei Helden, wenn man genau sein möchte. Wir haben eine Heldin, die später ins Spiel kommt, und Thaddäus Boch. Thaddäus Boch, naja, er kippt ja schon so ins Böse, ohne dass er es will. Es gibt diese verführerische Komponente des Bösen. Aber er an sich ist ein ehemaliger Profispieler, ein bisschen gescheiterter Existenz, hat sämtliche Beziehungen in den Sand gesetzt und versucht aber praktisch sich aus diesem Tal, in dem er sich befunden hat, wieder rauszuarbeiten. Hat seine Spielsucht abgeschüttelt und möchte am Anfang, ja schon, er ist ein bisschen für das Gute unterwegs, aber er hat dummerweise eine Spielkarte in seinem Besitz. Und da sind wir wieder in der Abteilung Böse. Die treibt ihn dazu, ohne dass er es zuerst merkt, sich böse und miese zu verhalten, obwohl es gar nicht mehr in seiner Art liegt. Gut, das wird ja später entschuldigt, aber wir wollen jetzt nicht zu viel verraten. Also es ist ein sehr actionreiches Buch, wie eigentlich alle Bücher von Ihnen, ja. Kommen wir mal zu Ihren Anfängen. Gab es jetzt nochmal zurück zu Ihrer Kindheit, gab es da irgendein Buch oder mehrere oder irgendeine Figur, die Sie ganz besonders fasziniert hat? Nee, es gab auch kein traumatisches Erlebnis, das mich ins Schreiben getrieben hätte oder so. Ja. Mir ist auch niemand begegnet oder nachts nichts Unheimliches, keine Ahnung. Ich habe einfach ganz viel gelesen und zu meiner Zeit gab es noch sowas, das nannte sich Dorfbibliothek. Ja. Gibt es ja heute so gut wie nicht mehr. Und da habe ich wirklich alles quer durch die Bank gelesen, logischerweise angefangen bei den fünf Freunden, mich dann hochgearbeitet, irgendwann beim kleinen Hobbit gelandet und sowas. Aber es gab jetzt nichts, wo ich sagen würde, das war besonders prägend oder so. Sie sind in Homburg an der Saar auch geboren und dort immer geblieben. Also eigentlich sehr bodenständig, in starkem Kontrast zu dem, was Sie schreiben, weil Ihre Figuren, die spielen ja, also Ihre Romane spielen ja in aller Welt, nicht nur hier. Ja, aber ich reise ja auch gern und viel und komme auch gern viel rum. Und umso schöner ist es dann, wenn man wieder zurückkommt, wo man die Leute halt auch kennt. Aber ansonsten, egal was Lesereise ist, ob man durch die Welt reist, um was zu checken, und weil es die Neugier halt ist. Ich war in Japan, ich war in Kanada, ich war sogar in Monaco, um zu checken, wie das Spielcasino da aussieht. Hey. Das war sehr beeindruckend. Und jeweils länger oder waren das? Meistens um die zwei Wochen dann jeweils. Okay, das ist ja jetzt nicht so lange. Das ist richtig, aber man kriegt zumindest mal einen Eindruck. Ja. Und zu Ihren Anfängen, wann ging es so richtig los? Was war, bevor Sie den ersten Verlagsvertrag bekommen haben? Was ist da passiert? Haben Sie während Ihrer Zeit bei der Saarbrücker Zeitung als Journalist schon geschrieben oder schon noch früher geschrieben? Also geschrieben habe ich so am Stück und ausdauernd, seit ich 14 bin. Da war plötzlich war der Wunsch da, wie gesagt, kein traumatisches Erlebnis, nicht vom Pferd gefallen oder sonst irgendwas. Ich wollte einfach Geschichten erzählen, das war alles. Und das habe ich gemacht, denn Geschichten wurden immer länger. Ich war Rollenspieler viele Jahre lang. Rollenspiel, es gibt, ich sehe schon an der Klamotte, einige Leute nicken schon und wissen, was ich mit Rollenspiel meine. Für alle anderen, nein, das hat nichts mit Shades of Grey zu tun. Wenn ich jetzt von Würfeln rede, ist das kein Fetisch. Nein. Das dauert länger, bis man das erklären müsste. Auf alle Fälle, mit 14 ging das los. Es wurden Kurzgeschichten, wurden immer länger. Das Rollenspiel war natürlich auch sehr hilfreich, wie man Welten baut mit allem drum und dran. Habe so vor mich hin studiert, wollte ursprünglich Lehrer werden, habe mich anders entschieden, habe für die Zeitung gearbeitet und nebenbei immer irgendwas geschrieben. Und das erste Buch, einfach nur für mich, just for fun, im Jahr 1999, das war der erste Band von Uldart. Einfach nach ganz vielen Kurzgeschichten, weil ich wissen wollte, ist das was anderes, wenn man ein Buch anfängt? Und beim Schreiben gemerkt, da ist noch viel mehr drin. Da kann man eine Romanserie draus machen, hab das dann so konzipiert. Und hab's dann im Jahr 2000 an vier Verlage geschickt. Von zwei habe ich nie wieder was gehört. Ich hoffe, die ärgern sich heute. Man weiß es ja nie, vielleicht sagen sie Gott sei Dank, der heißt es nicht bei uns. Die zwei anderen haben sich gemeldet. Das war damals Knauer und Heine. Und dann ging es so ein bisschen hin und her und dann habe ich meinen ersten Buchvertrag tatsächlich bei Heine gekriegt. Das heißt, Sie haben heute einen Agenten, ja, werden von der Agentur vertreten, aber damals haben Sie es
selbst versucht. Ja, ich war jung und nicht blauäugig, aber sehr unbedarft und habe alles falsch gemacht. Das zur Beruhigung von jungen Autoren und jungen Autoren, die hier sitzen. Ich habe alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Was denn zum Beispiel? Ich habe Save the Umwelt, ja, ich habe 10er Schrift natürlich ausgewählt, damit mir auf die Seite passt. Habe den Einzug nach rechts zu links erweitert, auch nach oben und unten. Das Ding war also voll. Also auf die Entfernung sah es aus wie ein schwarz bedrucktes Blatt Papier. Danach habe ich erfahren, sowas landet sofort in der Ablage P, wie Papierkorb, weil du hast dich ja nichts gehalten an diesen berühmten 1800 Zeichen. Ich habe das gesamte Manuskript verschickt, alles falsch gemacht, irgendwie aufs gerade wohl an Verlage geballert, ohne mich ums Lektorat zu kümmern, an wen ich es eigentlich schicken müsste. Und es hat damals funktioniert, weil die Zeiten da noch ein bisschen freundlicher waren für Einsteiger. Ich glaube, damals hatten Sie auch großes Glück mit einem Lektor, der genau auf dieses Genre spezialisiert war. Genau, Ralf Reiter, der hat sich dann durchgequält und hat gesagt, der hat keine Ahnung, der Depp, ja, wie man irgendwas formatiert, aber es klingt ganz gut, was er so angefangen hat. Und der hat das dann, hat sich durchgequält, zumindest was das Format angeht, und hat es dann wohlwollend weitergereicht. Und also Sie haben das ganze Manuskript eingeschickt, in Papierformat damals wahrscheinlich noch, ne? Und ohne Exposé oder... Nö, wozu auch? Steht ja alles im Roman, habe ich gedacht. Ja, sollen die halt lesen, wenn sie es interessiert. Ja, also so ging ich damals an die Sache ran. Okay, also das geht in den allermeisten Fällen schief. Er hat es geschafft. Richtig, aber es gewinnen ja auch Leute im Lotto, sage ich immer. Ja. Ne? Die Chance ist relativ gering, aber es passiert immer wieder. Okay, aber heute würden Sie auch raten, ja, nach dem, was Sie wissen und hören und nach Ihrer Erfahrung, würden Sie auch raten, dass man ordentliches Exposé mal schreibt. Ja, und heute sind vor allem die Verlage auch, alle Verlage, so clever, dass überall auf der Internetseite steht, wie die Formatierung sein muss. Also was sie wollen, wie viel Leseprobe sie haben wollen und so weiter und so fort. Also es kann sich keiner mehr rausreden und sagen, das habe ich nicht gewusst. Ja, und dann wissen alle Verlage, hat nie auf unserer Website nachgeguckt, wo steht Manuskripteinreichung. Das hat sich inzwischen alles geändert. Also das würde ich heute schon anders machen. Ja, da sind die Verlage sicher auch professioneller geworden. Wobei ich denke, dass wenn man wirklich gute Geschichte hat und sie im Exposé auf den Punkt bringen kann, dass dann auch eine schräge Formatierung kein Absagegrund mehr ist. Aber wie gesagt, wir hatten damals nichts, nicht mal ein Exposé. Wir waren ja arm. Okay, also bei Heine fing das Ganze an. Haben Sie Glück gehabt, ohne Agent, ohne Anschreiben, ohne Exposé. Hat sofort funktioniert. Und dann wurde Ihr erster Roman, das war einer aus der Ultra-Serie, ja, korrekt, also es hieß auch gleich, super Ding, wir hätten mehr davon. Damals war noch so, wir wollen nicht nur einen Buch, wir wollen gleich eine ganze Serie. Und ich hatte das Ding eh schon auf 6 Bände, zumindest im ersten Durchgang konzipiert. Und das war super. Okay, das hat dann geklappt. Das klappt oft nicht, weil die Verlage erstmal das erste ausprobieren wollen und dann schauen wollen, funktioniert das und dann... Aber man muss so ehrlich sein, der erste Band von Uldart, der lief ganz okay. Aber jetzt nicht so, dass man sagen würde, hooray. Und deshalb war die Strategie, ich bringe es jetzt trotzdem... im Hauptberuf war ich Journalist, das heißt, das Grundeinkommen war mal gesichert über die Journalistenseite. Und als dann die erste Abrechnung kam, die erste Startauflage von Uldart war 2500 Exemplare, und jeder kann schnell mal durchrechnen, was man so verdient, als No-Name, als Anfänger. Ja, und dann habe ich die erste Abrechnung gekriegt und dachte, Freunde, da fehlen 2 Nullen. Ja, wir hatten ausgemacht, dass ich davon leben wollte, was ist das denn? Und habe mich eigentlich schon damit so abgefunden, dass ich halt Hauptberufsjournalist und nebenbei Bücher weiter schreibe. Und dann kamen die Zwerge. Da sagen Sie ja was Wichtiges. Also diese Illusion kann man den meisten Autoren, denke ich, schon nehmen. Es gibt, glaube ich, nur 3% etwa in Deutschland. 3-4% sagt man, genau. Dazu werden Sie jetzt gehören, weil Sie sind nicht mehr als Journalist tätig. Ja? Und man muss sich einfach darauf einstellen, dass man nicht gleich vom Schreiben leben kann. Also das ist... Das gilt aber, das wissen auch die meisten. Das ist ja nicht so, das ist bei allen Kreativen, egal ob du Musiker bist, Bildhauer, Maler, du hast ein Produkt, das im Grunde Luxus ist. Ja? Du brauchst es nicht zum Leben, das heißt, Menschen müssen es nicht kaufen. Du musst das Glück haben, entdeckt zu werden und dass die Leute, denen es gefällt, das auch weitererzählen. Das gehört immer mit dazu. Gerade am Anfang, wenn du halt kein Verlag hast, der direkt Marketingkohle ohne Ende reinsteckt, um dich bekannt zu machen. Das muss man vorher wissen. Deshalb immer schön irgendwo einen Job haben, wo man das Grundeinkommen sozusagen weckt. Nebenbei weiterschreiben, das heißt aber nicht, dass man weinend zusammenbrechen muss nach diversen Jahren, wenn es nicht geklappt hat. Das gehört einfach manchmal mit dazu. Ich kenne selber Kollegen, also Frau Rowling kenne ich jetzt nicht persönlich, aber bei ihr ist die Legende ja ähnlich.
an alle möglichen Verlage geschickt, zig Absagen, dann genommen worden und bam, plötzlich aus irgendwelchen Gründen ging das Ding ganz steil. Es gibt Kollegen im Kinderbuchbereich, die hatten auch 40 Absagen, bis sie genommen wurden und haben, nachdem sie genommen wurden, bis heute dann auch 600.000 Bücher verkauft. Also durchhalten, locker bleiben, entspannt bleiben, nicht aufgeben. Das ist das Credo für alle Kreativen. Wie war das denn, gehen wir nochmal auf dieses allererste Buch. Was war das für ein Erlebnis mit dem Lektor? Wie stark ist der da in dem Manuskript rangegangen? Das, wie haben Sie darauf reagiert? Das ging eigentlich relativ geräuschlos tatsächlich. Die Eingriffe waren nicht so massiv. Das ist bis heute auch toi 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 so geblieben. Und ich gehe mal davon aus, ein guter Lektor möchte das Buch mit dem Autor zusammen besser machen. Das heißt, ein guter Lektor sucht nach Schwachstellen im Plot, in der Figurenkonstellation oder was auch immer und sagt, hier, guck mal, in der Szene, da kannst du viel mehr rausholen, überleg mal, ob du das und das und das machen könntest. Er wird aber nie sagen, pass auf, wir machen die Szene jetzt anders, schreib das anders um. Oder er fängt an, ein Buch rumzukritzeln und baut das um auf seinen Stil. Das sind schlechte Lektoren. Aber gute Lektoren helfen dem Autor dabei, der Autorin dabei, das eigene Buch besser zu machen mit Bordmitteln, sodass es immer noch der Stil des Autors, der Autorin ist, und sich selber dabei zurückzunehmen, eben wie so ein Coach im Grunde. Also es ist ein guter Coach springt ja auch nicht für den Stabhochspringer über die Latte, ja, sondern erklärt ihm, wie er was besser machen kann. Welches Buch hat dann in Ihren Augen so für Sie den Durchbruch bedeutet? Wo haben Sie dann gedacht, also jetzt da, habe ich es geschafft? Darüber gibt es auch gar keine Diskussion, das ist relativ einfach, das waren die Zwerge. Der erste Band von die Zwerge, yay, Fans in the House. Sehr schön. Dazu muss man aber auch sagen, und das ist eben dieses berühmte Quäntchen Glück, das man einfach braucht im Kreativbereich. Ich sage mal extra Kreativbereich, weil es gehört bei Musik genauso dazu wie alles andere. Die Zwerge kamen damals raus, als der Herr der Ringe ins Kino kam. Und ich als damals Rollenspieler und Fantasy-Leser wurde immer jahrhundertelang gefühlt belächelt mit, was macht denn ihr am Wochenende? Ja, wir sitzen da so im Keller und haben Würfel. Ja, ne, ist schon klar. Sind da Mädchen dabei? Nee, ja, ist schon klar. Also musst du es immer stundenlang erklären, was ein Elf ist, dann haben alle an die Blumen gedacht, ja, diese Tinkerbell, nee, nicht anders. Und dann kam plötzlich Herr der Ringe ins Kino und plötzlich war die Welt Fantasy begeistert und ich musste keinem mehr erklären, was ein Elf, ein Ork oder sonst irgendwas ist. Das war die beste PR-Kampagne für die Fantasy, die man sich nie hätte leisten können, sind wir mal ehrlich. Und plötzlich hat auch eine große Gruppe von Menschen, die sich vorher für Fantasy nicht interessiert haben, wollten wissen, was macht denn der Zwerg so privat? Ja? Oder der Ork oder wer auch immer. Und mit Stan Nichols ging es in Deutschland los, das war ein Engländer. Und er hat mit den Orks den ersten großen Erfolg gehabt. Lustigerweise war das Buch damals schon, ja, für die Kreativen unter uns, das war schon 10 Jahre alt. Kam vor 10 Jahren vorher in England raus, war okay, aber nicht ein Riesenerfolg. Und hier in Deutschland hat er mehr Erfolge eingefahren, weil er zur richtigen Zeit zum richtigen Ort, am richtigen Ort war. Und deshalb waren auch die Zwerge so ein Erfolg. Und wir alle, die sogenannten Völkerautoren, Zwerge, Orks, Elfen, Trolle, was auch immer, wir wissen alle, ohne Herr der Ringe wären die Bücher bei weitem nicht so erfolgreich geworden. Das ist ja vollkommen klar. Und da sieht man wieder, ab und zu gehört eben ungewolltes Timing oder auch gewolltes Timing, je nachdem, einfach mit dazu. Ja, das kann ich nur bestätigen, also um das hier näher auszuführen. Wann haben Sie denn zum ersten Mal Herr der Ringe gelesen? Herr der Ringe habe ich 3-mal abgebrochen. Ja. Ich hatte vorher den kleinen Hobbit gelesen. Der ist ja überschaubar und ist noch ein bisschen anders. Da dachte mir, ja, ey, dann liest du mal das nächste Ding. Und dann komme ich so im ersten Band an die Abhandlung über Pfeifentabak und dachte, ich bin nicht Raucher, was ist das denn? Und da tat ich mir so ein bisschen schwer. Man muss ja daran denken, das Buch ist ja auch nicht das Neueste, auch vom Stil her. Das ist ja schon sperrig, so ein bisschen Karl-May-Style und muss erst rein wollen. Und hatte 3 Anläufe gebraucht, um das dann durchzuziehen, aber da war ich auch schon 16, 17, 18, wenn ich handle. Okay, hat sie es dann doch so gereizt? Ich meine, es 3-mal zu versuchen und immer wieder zu versuchen, naja, da steckt ja irgendwas dahinter. Als Rollenspieler ist das praktisch sozusagen die Pflicht. Du musst das Ding gelesen haben, sonst darfst du eigentlich nicht mehr an den Tisch. Ja, da kommt direkt die Abfrage, so, 3. Band, Seite 14, in der Schlacht von Düdelüt, wer macht da was? Also, das ist schon so ein bisschen Standardwerk tatsächlich für die High Fantasy. Das hat nichts mit Drogen zu tun, High Fantasy. Auch wenn man das gelegentlich bei Rollenspielern immer so unterstellt. Es gibt diverse Klassifizierungen, aber alles, was mit Tolkien zu tun hat, eben, das ist die klassische High Fantasy. Und das gehört einfach damit dazu. Und deshalb hat es mich auch gereizt und gesagt, du liest das jetzt durch. Okay, also die Zwerge waren der Durchbruch und da haben sie dann gedacht, so, jetzt habe ich es geschafft. Ich bin eigentlich traue Erfolg nie. Das ist im Kreativbereich. Ich sage jedes Mal Kreativbereich.
Weil du kannst als Band ein neues Album gemacht haben, du findest das super, der Verlag findet es super, beim Buch genau das Gleiche und die Fans sagen so, kannst du nochmal so machen wie vorher das? Das war cooler als das jetzt. Das heißt, du weißt nie, du bist vollkommen überzeugt von deinem Werk, aber es kann tierisch schief gehen. Und deshalb traue ich Erfolg nie. Aber zumindest der Erfolg der Zwerge und dass die Leute direkt wissen wollen, wann kommt der zweite Band. Und heute in jeder Lesung werde ich gefragt, wann der sechste Zwergeband kommt. Das freut mich sehr, weil ich weiß, Fans sind treu und die wollen immer noch wissen. Und das ist faszinierend, weil die Zwerge 2003 erschienen sind. Und die sind immer noch ein Thema. Also sowas, und das weiß ich auch extrem zu schätzen, sowas passiert halt nicht sehr oft. Das ist ein echter Longseller. Ich glaube, der wird auch ein Longseller bleiben. Und gibt es ja auch ein Hörbuch und nicht nur eines. Also das ist wirklich ein Erfolg. Hier sitzen, vermute ich, einige Autoren oder solche, die es werden wollen, die schreiben wollen, die auch Misserfolge erleben. Gab es da bei Ihnen auch sowas oder war das jetzt alles nur eine steile Kurve nach oben? Oder gab es da Zweifel irgendwann? Zweifel an Stoffen nie, weil was ich schreibe, schreibe ich, weil es mir Spaß macht. Mich zwingt keiner, Geschichten zu schreiben, die ich nicht will. Weil ich habe das große Privileg, dass ich mir aussuchen kann, was ich schreibe. Auftragsschreiberei ist nicht verwerflich, um Gottes Willen. Und wenn man Spaß dabei hat, ist alles gut und schön. Vielleicht blüht mir das auch eines Tages, man weiß es halt nie. Ne? Aber solange ich mir aussuchen kann, über was ich schreibe, tue ich das gnadenlos, solange Verlage da mitmachen. Und machen wir uns nichts vor. Es geht ja auch darum, dass es für alle ein wirtschaftlicher Erfolg ist. Bücher gut und schön, aber das gilt auch für den Autor. Wenn du nicht davon leben kannst, wird es halt sehr schnell sehr schwierig. Und in Sachen Misserfolg würde ich jetzt so nicht unbedingt sagen, aber wir wussten damals, wir haben eine Science-Fiction-Serie neu belebt und Science-Fiction ist immer noch eine sehr kleine Nische jetzt im Vergleich zur Fantasy. Wir wussten schon, das wird hart, auch mit einem bekannten Namen da reinzugehen. Ich habe ganz viele Kolleginnen und Kollegen aus dem Fantasy-Bereich bewusst angesprochen, weil die auch schon Fans mitbrachten, um einfach auch ein bisschen was für die Science-Fiction zu tun. Weil die Science-Fiction immer noch so ein bisschen hinten runterfällt. Das war vor einigen Jahren. Aktuell sehen die ganzen Science-Fiction-Programme der Verlage besser aus. Also wirklich Verlage, die vorher auch wenig oder gar kein Science-Fiction gemacht haben, haben Sie, das auch. Haben Sie eine Erklärung dafür? Nee. Es gibt auch, also die probieren es jetzt halt mal aus. Es gibt, und das ist das Spannende für die Kreativen und Schreiberlinge unter uns, es gibt aktuell keinen Trend im Buchbereich. Man schielt hier immer so ein bisschen über den Teich und sagt, im Fantasy zumindest. Vor 3 Jahren ging es immer darum, Steampunk ist das nächste große Thema. Hat sich nie durchgesetzt. Jetzt merkt man, Fantasy ist ein bisschen Science Fiction ist ein bisschen interessanter geworden, aber auch kein Megaseller. Es gibt, oder Riesenseller, es gibt keinen Science Fiction Roman auf der Bestsellerliste. Auf der Bestsellerliste ist gerade Romance, da müssen wir alle sehr tapfer sein, die mit Romance nicht klarkommen. Ganz viel Thriller und gelegentlich ein bisschen Mystery. Das ist gerade, was so dominiert. Aber es gibt keinen Trend in der Fantasy. Alle Verlage machen halt so Testdinger, gucken, was funktioniert, was interessiert die Leserinnen und Leser, was nicht. Aber es gibt aktuell nichts Neues. Und deshalb der Tipp an die Leute, die selber kreativ sind, sogenannte MeToo-Bücher. Also ich schreibe das jetzt auch, der x-te Ableger von Shades of Grey, der x-te Ableger von Harry Potter, da war so immer, weil die mal erfolgreich waren. Solche Copycat-Bücher funktionieren eine Zeit lang, wie ich finde. Aber der größte Anspruch an jeden Kreativen muss sein, was Eigenes zu machen. Wenn das bitte Shades of Grey ist, dann ist es halt Shades of Grey 2.0 oder was auch immer. Aber ich versuche immer ein bisschen was anderes zu machen, einfach nur, weil mir das mehr Spaß bringt. Das finde ich jetzt ganz wichtig, was Sie gesagt haben, weil das zeigt, dass Sie ja doch sehr rational, also keineswegs in der Fantasiewelt leben, sondern sehr rational den Markt auch beobachten. Also Sie schreiben einerseits nur, was Ihnen Spaß macht, lassen sich da nicht reinreden. Sie springen quer über alle Genregrenzen weg, was wir als Autorenschule den Autoren eigentlich immer ausreden. Bei Ihnen funktioniert, der Erfolg gibt Ihnen recht. Ja, wir haben aber, das muss ich noch kurz einhaken, es gab mal einen reinen Thriller von mir, Totenblick. Da war das Spannende zu bemerken, dass die Heights-Fans mitgezogen haben, die wollten mal gucken, was man so macht ohne Mystery, aber die reinen Thriller-Leser taten sich damit schwer, weil mein Name auch schon bekannt ist, weil vielleicht der Sohn des Thriller-Lesers bei sich die Zwerge irgendwo rumliegen hat. Und dann haben die Thriller-Leser gesagt, Moment, Heiz, das ist der Typ, der über Zwerge schreibt. Thriller kann ja von dem nicht gut sein. Das ist sehr spannend zu beobachten, wie es auch bei manchen Leserinnen und Lesern ganz klare Trennung gibt, wo der Name halt nicht ins Genre passt. Auch sehr spannend. Kommen wir mal zu Ihrer Arbeitsweise, ist ja unser Hauptthema.
Wie funktioniert das eigentlich? Wie arbeiten Sie? Wie planen Sie? Ich lasse jetzt einfach mal ein bisschen erzählen. Ja, morgens aufstehen und dann erstmal eine Flasche Rotwein, das ist ganz wichtig. Nein, ich bin nicht Bukowski. Ich gehöre, wie Sie es schon so ein bisschen vermutet haben, eher in die Abteilung schrecklich diszipliniert. Generell, meine Bücher sind alle durchgeplottet von Anfang bis Ende. Am Anfang ist die Idee, auf der Idee denke ich weiter rum und gucke, was für eine Idee ist das? Ist das eine Kurzgeschichtenidee? Trägt die für einen Roman? Und dann wird so ein bisschen eingeordnet. Wenn ich der Meinung bin, es ist eine Romanidee, wird die ausgearbeitet. Darin stehen sehr schnell Stichpunkte, 5, 6, 7, DIN A4 Seiten, ein Plot, ein Fahrplan, wirklich von Anfang bis Ende. Und damit habe ich meinen Leitfaden. Ich komme beim Schreiben niemals in die Bredouille zu überlegen, boah, wie geht das wohl weiter? Ach, so steht sie ja. Also ich habe keine Ausrede aufzuhören. Es gibt doch keine Schreibblockaden bei mir. Und dann schreibe ich jeden Tag ein neues Projekt. Ich arbeite immer nur an einem Projekt. Jeden Tag mindestens 5 DIN A4 Seiten. Wenn ich das jeden Tag tue, bin ich in 2 Monaten mit dem ersten Durchgang eines Romans von der Dicke einfach fertig. Und dann kommen noch mehrere Durchgänge, Überarbeitungen, dann kommen die Testleser ins Spiel, dann kommt, wenn die durch sind, das Lektorat ins Spiel. Das heißt, von der ersten Grundidee bis zum fertigen Roman mit Cover und allem drum und dran 4 Monate. Das ist unglaublich. Gehen wir nochmal auf die einzelnen Schritte ein, also so ganz praktisch für die Autoren oder die, die es werden wollen, die hier sitzen. Das Plotten, wie funktioniert das? Machen Sie das ganz alleine? Ganz alleine? Ja, ja klar. Okay. Ja, es also, könnte ja sein, dass Sie... Vielleicht schizophren und dann mit mehreren Leuten intern reden, das wäre noch eine Möglichkeit. Also für jedes Genre ist ein anderer Typ oder eine andere Frau. Was schreibe ich denn heute? Nein. Nee, ich bin da schon Einzelkämpfer. Ich glaube, es wird mir auch nicht gefallen, wenn ich eine eigene Welt erschaffen hätte, dass ich da ständig mit jemand über irgendwas diskutieren muss. Ja, es könnte ja sein, dass Sie sich schon, ich meine das ist jetzt nicht so, dass Sie alles zusammenblocken, sondern dass Sie sich schon in dieser frühen Phase auch manchmal ein Feedback holen und mit jemandem, nein, nee, also der Plot entsteht auch ganz allein. Ich habe immer ein schwarzes Notizbuch, da wird alles reingeschrieben, was mir an Ideen kommt. Und das erste Plotten ist auch immer handschriftlich, immer mit Bleistift, weil dann fliegt es schneller. Und später, wenn es eben ans Schreiben geht, immer direkt schön im Laptop. Aber der erste Entwurf und auch die ersten Skizzen werden immer nur von Hand gemacht. Das Buch selbst, also das Manuskript selbst, entsteht in 4 Monaten ungefähr oder 3-4 Monaten. Und das sind dann immer mindestens 600 Seiten? Und meistens 5 ja. bis 600 Seiten. Ja. Okay. Wie lange dauert das? 5 Seiten, 12er Schrift, Times New Roman, einzeiliger Abstand. Open Office. Ich habe kein Schreiberprogramm, so ein besonderes, weil oft gefragt wird, ja, Autoren brauchen dieses und jenes Programm. Früher hatten die Leute eine Schreibmaschine, ja, Entschuldigung, und haben sich 10.000 Mal vertippt. Ich habe meine erste Kurzgeschichte auf einer Schreibmaschine von meinem Vater geschrieben. Eine DIN A4 Seite, bin 10-mal abgerutscht und das tat scheiß weh, wenn man mit den Fingern so in die Mitte von diesen Anschlägen gerutscht ist. Man hat die da nicht mehr rausgekriegt, man hat kurz an die Fingerfalle gedacht und oh mein Gott, ich werde mein Leben mit einer Schreibmaschine am Finger verbringen. Also ich habe kein Schreibprogramm, sondern einfach nur so. Okay, wie lange ist denn diese Vorbereitung, bevor es richtig losgeht mit dem Manuskript? Also es ist durchgeplottet. Das finde ich schon mal ein ganz wichtiger Hinweis für Autoren, weil viele fangen ja einfach an zu schreiben und kommen da nicht weiter. Ich würde jetzt sagen, das ist der einzig richtige Weg, ist aber leider falsch. Es ist mein Weg. Ich kenne ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die schreiben ähnlich dicke Bücher, noch dickere Bücher, ohne Plot. Das sind sogenannte Bauchschreiber. Bei uns gibt es immer so einen netten Battle zwischen Bauchschreiber und Plotschreiber, weil wir Plotschreiber sagen immer, Freunde, Schreibblockade ist nur eine Ausrede, ja, setzt euch hin, schreibt gefällig. Und die Bauchschreiber sagen, nee, das muss schon ein bisschen anders sein, dann klemmt das auch mal 3-4 Wochen. Und so. Wenn man sich das Ergebnis anguckt, sind diese Bauchschreiber ebenso erfolgreich? Das ist es, ja, eigentlich schon. Also jeder muss, und das ist auch ganz wichtig, rausfinden, tut mir leid, wenn ich jetzt ihr, also das tut mir jetzt echt leid, aber ich musste, das ist halt meine Erfahrung, weil ich mich auch immer gedacht habe, die Plotter sind ganz klar im Vorteil. Ich persönlich, für mich, bin dadurch ein Vorteil. Ja? Aber jeder muss rausfinden, wie er am liebsten arbeitet. Okay, wir reden ja jetzt über die Ergebnisse, die dann in Buchform vorliegen. Ich habe einfach im Laufe meiner Arbeit zu viele angefangene Manuskripte erlebt, die nie ein Ende gefunden haben, weil eben der Plot vorher nicht entwickelt war. Also das werden dann möglicherweise Leute gewesen sein, die das brauchen. Ja? Genau. Ich bezweifle aber nicht, dass es auch das andere gibt. Ja. Okay. Können Sie noch, Sie haben ja eine Website, auf der Sie auch Autorentipps geben, habe ich gesehen. Können Sie vielleicht noch
die wichtigsten Erkenntnisse so aus Ihrer Arbeit als Autor so mal ganz kurz auf den Punkt bringen? Klar, es ist immer subjektiv, das haben Sie ja gerade betont. Aber die wichtigste Erkenntnis ist, es muss Spaß machen und man muss es tun. Das ist die große Gesamterkenntnis. Man braucht Disziplin, schlicht und ergreifend und Ausdauer. Ich kriege immer wieder E-Mails, wo eben, deshalb stehen ja auch die Schreibtipps online, immer wieder E-Mails von Leuten, ja, sie haben eine Idee für 5, 6, 7 Bände und sie haben jetzt angefangen und sie haben 2 Seiten und sie haben keine Lust mehr. Da sage ich, Moment, du hast 6, 7 Bände konzipiert, du hast 2 Seiten geschrieben, keine Lust mehr, dann lass es. Dann ist es nicht dein Ding. Dann bist du vielleicht kreativ, aber werd Musiker oder Bäcker. Ja? Also Bäcker sind auch sehr kreativ, wenn ich an Konditoren denke oder so. Deshalb Vorsicht, kochen und so, alles so kreativ. Aber wenn man sich nicht damit beschäftigen kann und will und nicht die Ausdauer hat, wenn Sie mich nach Wochenstunden fragen würden, sage ich 80 plus Minimum, weil ich jeden Tag schreibe. Es gibt für mich, da ich den Vorteil habe, 24 Stunden kreativer sein zu dürfen, es gibt keine Unterscheidung zwischen vormittags normales Leben, nachmittags dann oder was auch immer, immer kreativ sein. Und deshalb habe ich auch den hohen Output und habe noch Zeit für andere Projekte, ob das jetzt ein Musical sei, ob das Zusammenarbeit mit anderen Bands sei, von Chorus Chorus über Blind Guardian oder sonst irgendwas. Darum geht's. Du musst Spaß dabei haben und du musst es durchziehen, du musst es machen wollen. Wenn das nicht da ist, kann man es sein lassen. Und die Disziplin, wo haben Sie die her? Ist die einfach so angeboren bei Ihnen oder wie machen Sie das? Vielleicht ist es Verzweiflung, ich weiß es nicht. Da sind wir wieder beim Spaß. Die Disziplin entsteht dadurch, dass es mir einfach unglaublich viel Spaß macht, Geschichten zu erfinden. Das heißt, die Disziplin ist hier relativ leicht aufrechtzuerhalten, weil es einfach Spaß macht. Hätte ich die Disziplin überall, sehe ich hier ein knallhart durchtrainierter, sehr schlanker Mann. Ja? Ich sag mal so, das funktioniert nicht immer. Also man hat auch Schwachstellen, muss man einfach sagen. Aber die Schreibdisziplin war niemals das Problem. Okay, also diese schwachen Momente gibt es aber durchaus. Beim Schreiben nein. Nicht, überhaupt nicht beim Schreiben, okay. Und gut, dann können Sie auch keine Tipps geben, was Sie tun, wenn da eine Blockade ist, weil Blockaden gibt es bei Ihnen nicht. Ich kann nur empfehlen, ich trinke dann beim Schreiben 2 Liter Schwarztee, das hilft. Also mir zumindest, ja. Edgar Wallace hat auch mindestens 2 Kannen Schwarztee am Tag getrunken. Ja, fährt zwar die Zähne, aber dafür läuft es beim Manuskript. Ja, man muss Opfer bringen. Vielleicht nochmal zum ganz wichtigen Thema auch, wenn man es denn geschafft hat und das erste Buch draußen ist, ja. Was kann man selber machen? Was macht der Verlag? Damals, der erste Verlag war ja Heine. Die Zwerge sind aber dann bei Esoterik und die Fantasy. Und die ist dann bei Piper gelandet. Also Piper kam plötzlich in der Fantasy-Abteilung, wo sie erst gedacht haben, was ist das denn? Haben sich aber dann sehr schnell gefreut, als sie gemerkt haben, oha, läuft ja. Ja, das war der einzige Grund, warum ich plötzlich von Heine rüber zu Piper ging. Das war, wenn man so möchte, eine Kartellsache. Und was bedeutete das für Sie persönlich? Dann haben Sie einen Lektoratswechsel erlebt und... Ich bin da entspannt. Ich finde es auch eher spannend, mit verschiedenen Leuten zusammenarbeiten, um zu sehen, wie die Lektoren an Stoffe rangehen, wo die unterschiedlichen Arbeitsweisen sind. Ich hatte schon einige verschiedene Lektoren und Lektoren und das ist auch immer wieder spannend zu sehen, weil die auch anders an Dinge rangehen. Haben Sie von Ihren Lektoren was gelernt? Ja, immer ein bisschen weiter drüber nachzudenken und gelegentlich einfach Sachen doch so beizubehalten, wie es da drin steht. Gibt es irgendeine Figur oder ein Buch oder eine Serie, wo Sie sagen, das ist mir so ans Herz gewachsen? Also sind das jetzt die Zwerge oder? Ach, das ist schwierig. Das ist eine Mutter, gut, das ist jetzt unrealistisch, hat 40 Kinder, aber die 40 Kinder sitzen alle vorne dran und da wird die Mutter gefragt, was ist denn dein Lieblingskind? Diese Kinder verstehen natürlich alle die Antwort, die die Mutter geben wird. Und da jetzt einen Namen zu nennen, das wäre halt unfair. Die Romanserien und Figuren stehen für verschiedene Zeiten, für verschiedene Eindrücke. Ulda, weil es die erste Serie war. Die Zwerge, weil es bis heute immer noch die erfolgreichste Serie ist. Mächte des Feuers, also 20er Jahre historisches Setting mit Drachen, weil es ein ungewöhnliches neues Setting ist. Also alles hat so seinen gewissen Stellenwert aus verschiedenen Gründen. Aber ein Lieblings gibt es da nicht. Gibt es da nicht, okay. Wir wissen alle, dass bei Eltern die Liebe doch nicht so gleich verteilt ist, aber das ist ein anderes Thema. Kommen wir nochmal drauf zurück. Was haben Sie denn selbst getan als Autor, um Ihre Bücher bekannt zu machen? Stimmt, Sie haben ja vorhin gefragt, wie das... ich bin damals, das tue ich immer noch, auf Lesereise gegangen und auch auf Conventions. Ich hatte das Glück,
Fantasy. Es gibt einige Conventions, Veranstaltungen, auch kleine Veranstaltungen. Da bin ich hier mit meinen Büchern und habe vorgelesen. Und die waren auch immer sehr, sehr neugierig und sehr aufgeschlossen. Aber heutzutage ist es wieder ein bisschen anders. Ohne gescheites Marketing tatsächlich, ohne soziale Medien, die sind sehr hilfreich. Aber man muss sich halt vorher überlegen, wie man rangeht und was man tut und wie man es tut. Der Verlag hilft dabei natürlich, aber man muss immer daran denken, man ist ein Autor, gerade wenn man Neuling ist, ein Autor, eine Autorin von vielen Neuen. Und bei knapp 90.000 Novitäten im Jahr ist es nicht einfach, muss man ganz einfach, ist es nicht einfach, muss man, ich sollte was mit Worten machen, ist es nicht ganz so easy, da durchzukommen. Aber wie gesagt, durchhalten, nicht verzweifeln, nicht aufgeben, immer an Rowling denken. Heute die reichste Frau Englands, vor ein paar Jahren hatte sie 600 Millionen Pfund, inzwischen dürfte sie locker bei irgendwas mit Milliarden liegen. Und sie hat einfach nur, weil sie ihr Zeug gemacht hat. Okay, Sie machen viel Mut, das finde ich ja auch klasse. Aber können wir da ein bisschen konkreter werden? Haben Sie irgendwas beobachtet an Selbstmarketing, was erfolgreicher war als was anderes? Waren es die Lesungen, die entscheidend waren? Das ist schwierig zu entscheiden, weil die Zeiten heute mit den sozialen Netzwerken anders funktionieren als damals im Jahr 2002. Da gab es Internet, okay, aber... Okay, dann erzählen Sie von heute. Also was beobachten Sie da? Da ist halt ganz klar soziale Medien ganz weit vorne. Da muss man auch Geld investieren, auch als Autor und als Autorin, finde ich zumindest, weil die Wahrnehmung recht groß ist. Und Wahrnehmung ist heutzutage das Wichtigste. Früher sagte man bei einem Produkt, und Bücher sind ja für einen Verlag, bei allem Respekt für den Inhalt, das weiß ich selber, auch ein Produkt, das ich verkaufen muss. Wenn es sich nicht verkauft, hast du ein Problem. Haben alle ein Problem, vom Autor bis zum Verlag. Früher sagte man 30% Marketing vom Gesamtbudget. Heute wird jeder sagen, Minimum 50%. Einfach, weil die Wahrnehmung geschaffen werden muss. Das gilt eben für alles. Und deshalb gucken, wie werde ich wahrgenommen. Aber jetzt nicht solche Verzweiflungsaktionen mit, mein Buch gibt es jetzt kostenlos, hier, lest das bitte alle und dann kommt ein Nachfolger, der kostet dann 99 Cent. Nein, das ruiniert. Dann geht wieder die alte Diskussion los mit, ja, aber es ist doch, so ein E-Book ist ja nur digitaler Content. Ja, aber es geht ja, es ist ein Medium, das eine Geschichte transportiert. Und du bezahlst ja nicht für die Daten, die 10 Cent kosten, sondern du bezahlst für den Inhalt, für das Besondere, für die Geschichte, die erzählt wird. Und deshalb finde ich das immer ein bisschen lästig, wenn solche Verzweiflungsaktionen gefahren werden, weil Autoren sich damit auch selber abschießen, weil sie dann verramscht werden oder was auch immer. Das finde ich schwierig. Immer dran denken, die Geschichte ist was wert. Sie haben mal in einem Interview gesagt, Sie würden gerne eines Tages was Literarisches schreiben. Ist das als Rache, so als gelbes Reklamheftchen. Ja, doch, schon. So im Unterricht gelesen zu werden, da freue ich mich jetzt schon drauf. Und das Gute ist, ich versuche auch so lange durchzuhalten. Ja? Also ich bin ja Grufti, wir sind unserer Sterblichkeit alle sehr bewusst. Und ich habe vorgestern schon gesagt, die Tram in Leipzig fährt sofort los, sobald sie geklingelt hat, erhöhte Obacht. Ja? Wenn es klingelt, sofort runter von den Gleisen. Die fahren los. Und es wäre halt super schön, wenn es schaffen würde, mit so einem Ding im Unterricht zu landen. Und dann, wenn es Diskussionen mit dem Lehrer gibt, mir Schülerinnen und Schüler einfach eine E-Mail schicken können und fragen, sag mal, wie hast du das eigentlich gemeint? Ja? Da kann ich antworten, so, oder denk dir selber was. Okay, wir kommen gleich zum Ende. Ich will wenigstens noch ein paar Leuten die Gelegenheit geben, was zu klar, fragen. Ja? Aber vorher von mir die letzte Frage. Gibt es irgendeinen Traum, den Sie sich noch nicht erfüllt haben und den Sie uns verraten können? Kann ja auch was sein, was Sie uns nicht verraten wollen. Träume... Im Sinne von, ich will noch ganz viel reisen tatsächlich. Ich habe noch so ein paar Länder auf der Karte, die ich unbedingt sehen will. In manche sollte man gerade als Europäer nicht reisen, was ich sehr schade finde, aber muss ich halt noch ein bisschen durchhalten, wie ich gesagt habe. Ansonsten Verfilmung wäre halt super, aber dann bitte, vorher habe ich im Lotto gewonnen. Ich stelle das Budget selber, ich mache die Regie selber und damit ich genau weiß, was dann später rauskommt. Das wäre noch so ein Traum. Okay. Sind Sie auf den Mikrofonschalter gekommen? Da oben ist so ein komischer Schalter. Ich weiß nicht. Meins geht noch. Ich wollte jetzt noch 4 Minuten haben wir. Wer hat eine Frage? Das vielleicht mehrere. Fassen Sie sich kurz, dann kommt ihr.
funktioniert das noch? Ja. Also sie hat gesagt, heute... Hallo. wenn Sie heute die Möglichkeit hätten, also Sie fangen heute an quasi mit dem Schreiben, würden Sie das heute als Self-Publisher machen oder trotzdem zum Verlag gehen? So, das war praktisch die erste und letzte Frage, weil die Antwort dauerte etwas länger. Self-Publishing, wir reden ja vom E-Book. Ja, also ich kenne wenig Menschen, die Book-on-Demand machen, die meisten gehen übers E-Book. Sie müssen sich darüber bewusst sein, dass der E-Book-Anteil, der ist zwar gestiegen, aber wir sind in Deutschland beim E-Book-Anteil bei um die 6 bis maximal 7% im Durchschnitt. Je nischiger, desto höher der E-Book-Anteil, aber der Gesamtdurchschnitt ist um die 5, 6, 7, da gibt es immer verschiedene Zahlen. Das heißt, Sie sind mit Ihrem Buch in einem kleinen Anteil des Marktes mit ganz vielen anderen Menschen zusammen, weil Self-Publishing ist eine gute, super Sache, aber es gibt einfach verdammt viele davon. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass Sie mit Ihrem Self-Publishing-Buch groß rauskommen, ist gegeben. Wie gesagt, Lotto, 140 Millionen, das schaffen Menschen. Aber die Anzahl von Leuten, das sind in erster Linie Romans-Leute, wenn ich mich richtig erinnere, die richtig groß geworden sind, ist, ich glaube, die kann man in einer Hand abzählen. Und das muss man wissen. Deshalb ist Self-Publishing eine coole Sache auch für mich. Wenn ich so einen Stoff habe, meistens Kurzgeschichten, wo ich weiß, oh, hat der Verlag wahrscheinlich keine Lust drauf, aber ich will das trotzdem machen. Da habe ich das auch, ich habe das schon ausprobiert, einfach nur um zu gucken, was passiert. Aber als Einsteiger ist das natürlich extrem kritisch, weil der Frustfaktor sehr hoch ist. Denn, wie gesagt, Self-Publisher, wie ist die Wahrnehmung? Sie sind am Becken mit gefühlt 100.000 anderen und sie gehören aber nur zu einem kleinen Teil des Marktes. Und da hat natürlich ein Verlag den Vorteil, dass er Marketing macht, dass er immerhin guckt, dass sie ein bisschen Aufmerksamkeit kriegen, je nachdem, wie das aufgestellt ist. Deshalb, Self-Publishing, super Ding. Aber nicht einfach. Bei Book on Demand? Die Frage ist, ob das... Ob ist das gleiche, ist eigentlich fast das gleiche in grün, ja? Weil Self-Publishing ist ja so... Book on Demand ist Self-Publishing, ja. Genau. Also ich möchte jetzt, weil die Mikrofone auch nochmal kontrolliert werden müssen, mit Rücksicht auf Herrn Tischer und seinen Gast jetzt leider aufhören. Ich danke ganz herzlich Markus Heitz, dass er gekommen ist, dass er es geschafft hat. Und ich danke diesem tollen Publikum, dass es so lange gewartet hat und jetzt so zahlreich erschienen ist. Viel Spaß noch auf der Messe.